So, hallo zusammen, Salam Alaikum. So, jetzt geht's weiter mit dem Power Drink Part 2. Eben ging es darum, den Kreislauf zu stimulieren. Jetzt werden wir gucken, dass wir unsere schnelle Zufuhr von Aminosäuren und so weiter verstärken, damit wir intensiver und aktiver trainieren können. Einmal habe ich hierfür dann von Weider die Aminotoxgut, also hochproduzierte Aminoacids, 19.500 Milligramm pro Bottle. Und dann haben wir hier noch AAKG von Weider. Das ist mit Zusatzstoffen von Arginin und Orthinin, Citrullin Matrix, hat nochmal zusätzlich 9.400 Milligramm Aminoacids drin und der soll laut Prognosen und so weiter Wachstumshormon Ausschüttung erhöhen. Bin mal gespannt, ich werde es auf jeden Fall nehmen. Zink geht immer, klar, kennt ihr. Und natürlich Vitamin D, auch eine Stoffwechselförderung. So, auf geht's. Fangen wir mit Vitaminen an. Wie gesagt, damit das jetzt schnell ins Blut gehen soll, nehme ich die Kapsel mal raus. Und vor allen Dingen ist die Kapsel auch mit Gelatine. Ihr wisst ja, da ist das Orient-Pen. Ist Gelatine natürlich für uns absolut nur so. So. Jetzt geht's hier mit Zink. Jeweils ein Kapsel, denke ich mal, von allen ist okay. Und dann unsere AAKG. So, auf geht's. So, den würde ich gerne noch ein bisschen mischen. Meine meiste ist noch mal drin. So. Jetzt noch ein Zusatzstoff. Einige Powder. Und hier so einen kleinen Löffel. Machen wir auch mal schön. Ketsch da rein, wobei ich sagen muss, eigentlich reicht das schon, weil wir schon bereits sehr viele Aminoacids drin haben. So, da ich noch im Training bin, klar, ein bisschen der Pull geht immer. Ja. Nur denkt dran, bitte alle auf eigene Gefahr, denkt dran, das ist alles Taurin, Koffein. Ihr müsst immer gucken, dass ihr auch leistungsfähig seid, fit seid, bevor ihr euer Blutdruck hochjagt, nur mit dem Doktor sprechen, ob es auch dem Körper erlaubt. So. Das ist mein Powerdrink, Teil 2. Und so, meine Damen und Herren, geht es auch auf natürliche Art und Weise, euer Muskulatur aufzubauen. Auf geht's. Gut.